Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ein Tag in Zeiten von Stay Home beginnt bei uns dann, wenn Karl wach ist. Er weckt mich und heute war das kurz nach 8. Wir haben aber auch schon bis um 10 geschlafen. Wir kuscheln noch ein bisschen im Bett und dann irgendwann ziehe ich mich an und wir stehen auf und gehen erstmal ins Bad und machen einen Waschlappen, weil der Karl gewickelt wird. Im Kinderzimmer lassen wir erstmal Tageslicht rein. Gelüftet wird dann später, während wir frühstücken und der Karl nicht in diesem Moment im Zimmer ist, einfach damit er keine Zugluft abbekommt. Und dann mache ich auch ihn zurecht für den Tag. Es gibt eine frische Windel und frische Kleidung, die wir am Abend vorher schon rausgesucht haben. Und dann geht das Ganze auch recht schnell. Er hat auch immer ein bisschen Spielzeug auf dem Wickeltisch, weil er manchmal ein bisschen gelangweilt ist und er dann auf Ideen kommt, wie sich zum Beispiel umzudrehen, hat er dann was zu spielen. Dann geht's in die Küche. Ich bereite das Frühstück vor, ich toaste Brot, koche mir einen Kaffee, schmiere das Brot auch schon fertig, schneide Obst oder falls geschnittenes Obst da ist, dann stelle ich das einfach aus dem Kühlschrank raus, damit es warm werden kann. Eigentlich sehr geduldig und dann geht es an den Frühstückstisch und wir essen gemeinsam. Meistens ist der Karl ein bisschen langsamer als ich und jetzt, wo ich mir das so angucke, ich wusste gar nicht, dass der Karl beim Frühstück so viel zappelt oder generell beim Essen. Das ist ja so süß. Ich stelle die Stühle hoch, weil der Staubsaugerroboter nach dem Frühstück einmal durchfährt. Das ist ganz nötig, weil wir immer ein bisschen viel krümeln. Und so bekommt das Esszimmer auch früh erstmal eine Grundordnung und dann starten wir mit einem sauberen Esszimmer in den Tag. Und während der Staubsauger sauber macht im Esszimmer, mache ich in der Küche ein bisschen Ordnung und ein bisschen sauber und räume den Geschirrspüler ein und so weiter. Und hier seht ihr, wie ich noch den Grillrost in den Geschirrspüler räume, weil wir am Wochenende gegrillt haben. Heute ist Waschtag. Ich habe am Vorabend schon 3 Portionen Wäsche sortiert und ich nehme den Karl ins Tragetuch und dann gehen wir runter in den Keller zur Waschmaschine. Dann wird gespielt. Wir verbringen den Vormittag in Karls Zimmer, er malt oder spielt mit seiner Küche oder ich lese ihm ein Buch vor, natürlich nachdem wir gelüftet haben. Am Vormittag sind wir ein bisschen spazieren, nicht weit und nicht lange, aber dem Karl macht es super viel Spaß. Und dann ist auch schon die erste Maschine Wäsche fertig. Ich habe vergessen, von Anfang an mitzufilmen, aber so seht ihr jetzt wenigstens noch die zweite Hälfte der Wäsche, die ich aufhänge. Und ich hänge die drinne auf, stelle dann aber den Wäscheständer natürlich raus, sodass die Wäsche bei der Sonne und dem Wind draußen sehr, sehr schnell trocknet. Dann bereiten wir das Mittagessen vor. Ich setze dazu den Karl, wenn er möchte, in seinen Kinderstuhl und dann sitzt er auf der Höhe, dass er auch mit auf den Herd gucken kann, weil er sehr neugierig ist. Manchmal möchte er das nicht, aber es kommt schon öfter vor. Heute gab es Nudeln mit Soße Hollandaise und Mais. Mittagessen ist auch die zweite Maschine Wäsche fertig und eigentlich würde ich auf den Wäscheständer auch noch die Menge von einer dritten Maschine drauf bekommen, allerdings habe ich nicht mehr genug Klammern
Und deswegen habe ich doch nur zwei gewaschen und die nächste dann am nächsten Tag. Wir freuen uns jetzt sehr, dass das Wetter so schön warm ist und wir die Wäsche wieder draußen trocknen können und wir den Trockner nicht mehr benutzen müssen, weil es einfach energiesparender ist und die Wäsche auch immer gut riecht, wenn sie draußen an der frischen Luft getrocknet ist. Dann geht's in den Sandkasten. Heute ist der Karl noch nicht so sehr müde nach dem Mittagessen, deswegen spielen wir noch ein bisschen im Sandkasten. Der Karl sitzt natürlich im Schatten und ja, wir backen Sandkuchen oder spielen mit den Schleichtieren und meistens wird auch ungefähr ein Teelöffel Sand gegessen. Der Karl muss es jedes Mal aufs Neue ausprobieren, was aber natürlich nicht schlimm ist. Aber trotzdem versuche ich das ein bisschen zu unterbinden. Wenn er fertig ist, wird der Karl abgeputzt auf unserem Abtreter und wie ihr seht, ich mache meine Haare ganz entspannt, denn um 15.30 Uhr ist er endlich eingeschlafen. Das ist relativ spät für seinen Mittagsschlaf, aber ist auch in Ordnung. Ich richte mich da ganz nach ihm. Auch wenn es schon spät am Tag ist, mache ich mich trotzdem nochmal zurecht, weil ich finde, das gibt einem einfach ein besseres Gefühl, auch wenn man eigentlich fast nur zu Hause bleibt. Und ja, während der Karl also schläft, bin ich mit Babyfon im Bad und mache mich einmal kurz zurecht. Und dann setze ich mich noch an den Schreibtisch und nutze die Zeit. In dem Moment habe ich jetzt Video geschnitten bzw. Probe geguckt und mir dabei die Nägel abgefeilt. Da ich ja jetzt aktuell nicht ins Nagelstudio kann, habe ich die Nägel, die noch dran waren, einfach gekürzt. Und das ging ganz gut, während ich was Probe geschaut habe. Und ja, so erledige ich dann halt auch noch wichtige Sachen, während der Karl schläft. Es ist mittlerweile später. Ihr seht selbst, Philipp ist da und ich bereite das Abendbrot vor. Philipp spielt ein bisschen mit Karl und entspannt, je nachdem wie er drauf ist. Und bei mir gibt es Salat, für Philipp habe ich was aufgetaut und Karl bekommt nochmal dasselbe wie zum Mittag. Und dann wird auch Abendbrot gegessen. Wir essen verhältnismäßig spät, aber für uns passt das super so. Nach dem Essen räume ich den Geschirrspüler aus, der mittlerweile fertig ist, und fange dann an, in der Küche ein bisschen Ordnung zu machen. Zwischendrin haben wir aber eine kleine Pause gemacht, weil der Karl eine gefüllte Windel hatte, also haben wir die Zeit gleich genutzt und ihn bettfertig gemacht. Und danach, während Philipp mit ihm noch Zähne putzt, kümmere ich mich noch weiter um die Küche, mache alles sauber, räume alles auf und Philipp räumt auch noch mal ein bisschen Karls Spielzeug auf und staubsaugt auf dem Sofa und auf dem Teppich, wo der Staubsaugroboter natürlich nicht hinkommt. Und ich wische nochmal alle Flächen ab in der Küche. Dazu verwende ich Reiniger, die für Küche gedacht sind und nur aus Bio-Zutaten bestehen. Ihr seht die jetzt hier noch einmal eingeblendet. Und dann war es das eigentlich auch schon mit unserem Tag. Wir bringen den Karl noch ins Bett und dann gehen wir selbst schlafen. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen und es war ein bisschen interessant. Unser Tagesablauf ist zurzeit nicht so ganz besonders aufregend, aber euch geht es wahrscheinlich genauso, wenn ihr mit Kind jetzt zu Hause seid. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ach ja, und hier seht ihr noch eine Szene, wie ich, bevor der Karl schlafen gegangen ist, noch in seinem Kinderzimmer aufgeräumt habe.